Hallöchen Freunde, willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game. Wir spielen Delirious, gemacht auf der Unity Engine, kostenlos auf GameJolt. Download-Link in der Videobeschreibung, genau. Ich gehe mal schnell auf die Controls. WSD, Jump, Open, Left-Mouse-Button, das ist ja alles kein Problem. Kriegen wir hin. Return to Main mit Backspace, okay. Gar keine Ahnung, was wir... Okay, also wir hatten einen Unfall mit dem Auto, nachdem wir ein paar Jahre bewusstlos waren, sind wir wieder aufgestanden. The couple who helped you. Ah, okay, also irgendein Paar hat uns geholfen, ein Ehepaar. Und die sind nicht mehr aufzutreiben. Wieso muss ich G drücken, um zu starten? Für Go vielleicht, ne? Okay. Was wir explizit machen müssen, ich habe keine Ahnung. Warum sind wir jetzt in einem Haus? Oh, good morning, stranger. We took liberty. Also, guten Morgen. Das ist wohl von diesem Ehepaar, das uns hier versorgt hat nach dem Unfall. Also, wir haben deine Kopfwunde versorgt und dich in unserem Bett schlafen lassen. Wir sind zu einem Morgenspaziergang und kommen zurück mit einigen Werkzeugen, um dein Auto zu reparieren und einigen, ja, etwas zu essen. Verlasse das Haus nicht, bis wir zurück sind. Die Wälder sind gefährlich. Speziell für einen Fremden wie dich. Okay, wenn du irgendwas brauchst, kannst du auch zum Nachbarn gehen. Folge einfach der Straße. Okay, see ya soon. Das ist ja ein nettes Paar. Was plätschert denn hier so? Weiß es nicht. Okay. Und warum ist das Haus so finster? Was liegt da? Fragen über Fragen. Ich habe keine Ahnung, was da liegt. Ist das ein Keks? Ein Cookie? Cookie, Cookie, Cookie. Irgendwie ist das mir nicht geheuer. Blut in diesem Haus. Die Tür. Warum liegt die Tür hier? Alter. Es ist jetzt schon seltsam. Warum geht das... Warum geht dieses Paar mitten in der Nacht zu einem Morgenspaziergang? Das... Oh, hier ist Levelgrenze, hä? Macht mir etwas Sorge. Oh, Blutspur? Oder ist das Blut von mir? Das kann natürlich auch sein. Wir haben ja eine Kopfwunde nach einem Autounfall, ne? Statt hier mal sauber zu machen. Okay, das da vorne dürfte das Haus des Nachbarn sein. Alter, was ist das für ein Spiel? Jetzt schon sehr seltsam. Was hat denn da so geleuchtet eben? Ist hier ein Haus? Ich weiß auch nicht, warum man hier ständig Wasser plätschern hört. Aber es macht mich irgendwie durstig. Entschuldigung. So. Hab noch einen ganz trockenen Mund. Ich habe eben Evil Let's Played. Das war die größte Ansammlung von What the Fuck, die ich seit Monaten gespielt habe. Wenn nicht sogar seit Jahren. Ah, ich glaube, das ist das Haus des Nachbarn. Sehr hübsch, sehr hübsch. Wir können irgendwie kaum wohin laufen. Wir bleiben überall hängen. Ah ne, wir sind wieder... Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Super, man kann auch nirgendwo hin. Er sagt dir doch, folge der Straße und du kommst zum Nachbarn. Welche Straße denn? Hier gibt's keine. Nebelsuppe. Hier geht's auch nicht weiter. Oh, ich kann doch ganz schön hoch springen. Dafür, dass ich so verletzt bin, irre. Ist hier irgendwie... Ich dachte, da wäre was.
Oh, ich dachte, da kommt was auf uns zu. Sehe ich schon komische Bilder in diesen... in diesen Nebelbänken hier. Ich würde gerne da vorne hin, aber irgendwie lässt mich das Spiel nicht. Oder geht's jetzt doch? Oh, jetzt geht's auf einmal doch. Hier sind lauter unsichtbare Wände nämlich. Aber jetzt komme ich doch weiter. Nee, jetzt komme ich wieder nicht weiter. Schon wieder Grenze. Oh Mann. Man kann doch hier nicht einfach eine unsichtbare Wand hinmachen. Was ist das denn? Was denken sich die Leute dabei? Wie kommt man denn da hin? Man muss doch irgendwie zu diesem Platz da kommen. So vielleicht? Okay, ich möchte diesen brennenden Haus. Ich frage mich nicht, warum das Haus brennt. Wahrscheinlich wollte der Nachbar nicht mehr leben. Ich kann nicht hin zu diesem Haus. Nichts geht. Ich möchte Leben retten. Warum sind hier lauter Grenzen? Ich kann hier nicht näher ran. Schade. Es ist ein extrem seltsames Spiel. Also ich kann hier nicht näher hin. Okay, was ist das da? Oder ist das das Haus des Nachbarn? Ja, wenn man sowas Haus nennen kann. Ist ja eine Festung eher. Darf ich auch irgendwo rein hier? Och, ist das hübsch. Tolle Wasseranimation. Wahnsinn, habe ich ja noch nie gesehen. So eine geniale Wasseranimation. Wir können sogar durchlaufen. Wir können schwimmen. Alles geht in diesem Spiel. Nur nicht, nichts, was logisch ist. Oh, jetzt sag bloß, jetzt kann ich hier nicht weiter. Oh, nicht wahr, oder? Springen geht nicht. Kann ich crouchen? Kann ich crouchen? Ich kann nicht crouchen. Jetzt wäre ich jetzt da drunter durch. Moment! Na. Gehen wir eben durchs Wasser. Wir sind ja sowas von schlau. Da sind so viele Häuser, ich kann zu keinem hin, weil hier überall Grenzen sind. Naja. Moment. Frag mich auch, wozu ich springen kann, wenn ich nirgendwo drauf kann. Das Spiel wirft so viele Fragen auf. Nix. Nix, mit was ich arbeiten kann hier. Oh, eine hübsche Bude hier. Ich möchte hier rein. Hi. Lady in red is dancing with me. Hallo? Hallo? Hast du irgendwas vor heute Abend noch? Oh, ich bin in sie eingedrungen. Mein Gott, ey, guckt sie an. Ich finde, die hat was. Ja, Sonnenbrand. Ich komme nirgends hin. Wieder sind hier unsichtbare Grenzen. Lady in Red. Hallo? Lady in Red. Oh, ich kann in ein Gebäude gehen, wie mir scheint. Nein, kann ich nicht? Kann ich doch? Ich kann. Ich bin drin! Ich bin drin! Na komm, Lady. Gehen wir ins Separé und machen uns einen gemütlichen Abend. So. Das sieht optisch ein bisschen aus wie dieses eine Spiel, was ich da mal hatte. Wie hieß denn das? Life with Us, Shipwrecked. Aber das hatte irgendwie mehr Logik als das hier. Hier weiß ich nicht so recht, was ich tun soll. Ob ich überhaupt was tun soll. Wo wohnt der Nachbar, bei dem ich Hilfe holen kann? Wo ist das Ehepaar, das mich aus dem Auto befreit hat? Wieso gehen die hier spazieren in dieser Gegend?
Ich hab keine Ahnung. Egal. Es unterhält mich sehr gut. Hi. Was ist das? Das ist wieder... Was hier? Ein Schuppen ohne Eingang. Was ist das denn für ein Kack? Kann er auch nichts öffnen hier. Das Spiel lässt mich nichts machen. Pass auf, gleich kommt wieder eine Grenze. Hä? Pass auf, gleich. Nein? Hä? Wow. Ich kann zu diesem Brunnen gehen. The fuck? Jetzt bin ich ja glatt mal ein bisschen zusammengezuckt. Hallo, der verfluchte Brunnen. Der Brunnen des Grauens. Der Leichenbrunnen. Das ist alles höchst mysteriös. Was soll das? Was steht da? Was für ein Park? Autumnal Pack. Autumnal Pack. Was ist Autumnal Pack? Die Bank hat auch schon bessere Tage gesehen. Bankenkrise! Lustig. Entschuldigung. Ich nehme das Spiel wieder nicht ernst, werden jetzt manche schreiben. Ja, ich... Doch, ich nehme das Spiel ernst. Es ist der Nebelsimulator 2015. Ja. Ich freue mich schon auf den 2016er. Ja, der soll sogar blauen Nebel haben. Küstennebel. Ja, das wäre mir jetzt lieber. Ein Gläschen Küstennebel. War ich hier schon drin? Nein? Nee? Oh, glaube nicht. Hey, endlich kann ich mal irgendwo hinspringen. Hat die... Hallo? Schritte? Schritte sind immer ein gutes Stilmittel, um Grusel zu erzeugen. Wenn jetzt hier die Lady in Red wieder ist, vielleicht hat sie sich auch inzwischen umgezogen, ist jetzt The Blue Lady. Pass auf. Was heißt das jetzt? Zettel. She's everywhere, sie ist überall. I went to this building looking for Tom. Also ich bin in dieses Gebäude gegangen, um nach Tom zu sehen. Welcher Tom? Tom und Jerry, aber er ist nirgends zu finden. Ich habe ein lautes Geräusch gehört, das aus einem verlassenen Apartment-Gebäude kommt. Hat sich angehört wie ein Pistolenschuss. Ich habe gemerkt, es ist führt eine Brücke von den Apartment-Gebäuden durch oder rüber zur Mansion, also zu diesem Anwesen. They have to be taken down before sometimes... Okay. She's everywhere. Also, she ist wohl die Red Lady. Lady... Was ist mit dieser Leiter? Leuchtet die so komisch? Ein Eimer Farbe. Damit hat sie sich angepinselt. Die Lady in Red. Hier war ich doch schon. Stimmt, hier drin war ich schon. Und das Gras wächst inzwischen auch schon durch. Okay. Also es führt einen Weg von den Apart... Also diese Menschen. Ich muss doch irgendwie in diese Menschen reinkommen. Nehme ich mal an. Da wohnt wohl die Lady. Hier ist ein Tor. Ein zu in das Tor, verfluchte Asche. Moment, da. Ach, Quatsch! Da. Ich muss hier rüber, aber wie komme ich da hin? Moment. Von da. Ah, hier gehen wir mal rein. Yes, sir. Hey, das ist ja riesig groß. Hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. Hallo? Ganz ruhig. Tust du mir nix, tue ich dir auch nix. Oh, ein verlassener Kinderspielplatz. Wie komme ich auf diese Brücke?
muss irgendwie auf diesen Steg hier hochkommen. Wo geht denn der ab? Wo geht der ab? Was geht hier ab? Warte mal. Von hier? Bin ich jetzt völlig bekloppt? Ja, bin ich. Okay, hier weiter. Ja, hier geht nicht viel. Hier komme ich auch nicht über den blöden Zaun. Oder so. Hep! Ja, ich muss irgendwie... Vielleicht hätte ich da jetzt nicht... Ich glaube von hier aus. Es war schon richtig. Und, ah, warte mal. Irgendwie muss man doch hier rüberkommen. Kann ich diese Leiter nehmen? Die würde mir ganz schön helfen da unten, aber geht nicht. Ja, toll, wenn ich jetzt hier runter falle, bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Okay, es bringt ja eh nichts. Kann ich hier raus? Kann ich? Nein, ich kann's nicht. Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Wie kommt man da rüber? Von da... Das geht ja... Soll das gehen? Moment. Ist hier ein Loch im Zaun? Auch nicht. Moment, gehen wir mal hier gucken. Ach, klar. Hier war ich ja noch gar nicht. Hi. Kann ich hier durch? Nein. Lady in Red is dancing with me. Oh, endlich mal Interaktion in diesem Spiel. Super. Ah. Oh Gott. Ah, hallo? Oh, das ist die White Lady. Das ist eher eine Schaufensterpuppe. Schaufensterpuppe! Okay. Oh, dieses Geräusch packt mich immer wieder. Es kommt in jedem zweiten Indie-Horror-Game vor, aber es ist sehr, sehr gut. Was? Was? Geräusche? Geräusche? Da gehen wir mal den ersten Stock. Wenn's geht. Geht. Geht nicht. Geht nicht? Okay. Alter. Ich kann hier wirklich nicht hoch? Das ist aber doof. Ach, die Tür ist jetzt offen plötzlich. Warum? Wieso? Weshalb? Oh, das Spiel hat echt eine gute Atmosphäre, muss ich sagen. Langsam. Ein bisschen doof angefangen, aber jetzt? Ach, jetzt ist sie weg. Jetzt kann ich schon... What the fuck? Scheiße! Ich krieg die Zähne nicht mehr auseinander! Scheiße! Ich bin so erschrocken! Was ist das denn? Was ist das denn? Radieschen, lecker! Wie komme ich da hin? Toll. Ach, hier ist noch. Hallo. Okay. What the fuck?
Scheiße! Du Sausack, du! Tust du mir noch was? Nee. Gut, schön. Hä? Wo geht's denn hier hin? Nirgends, schön. Gott, 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 geh ich wieder? Was ist hier eigentlich? Muss ich wieder runter? Na, komm schon. Kein blassen Dunst. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwie zu dieser Mansion komme. Von hier aus. Sieht aber nicht so aus. Warte. Nö, geht auch nicht. Ich kann nicht mal auf diesen blöden Erdhügel hüpfen. Sind wir für ein komischer... Okay, ja, von hier, warte. Diesem Fenster aus. Erster Stock links. Aber hier nicht, oder? Moment. Nee, noch eins weiter oben. Aber da komme ich... Oh, warte doch, von hier... Ach! Hi. Langsam. Nimmt's Gestalt an. Jetzt ist es runtergefallen. Na, also, jetzt kann ich endlich rüber. Wird ja mal Zeit. So. Ab zur Mansion. Juhu, ich bin auf dem Grundstück, verbotenerweise. Erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Pizza Delivery, wollte ich gerade sagen. Oh, jetzt nicht mehr. Muss ich hier rein? Warum? Fuck you! Finster hier. Wow, ist ein hübscher Teppich! Oh, ist das laut! Hi! Oh, hier brennt's aber ganz schön. Größter Horror ist wirklich das Muster vom Teppich. Okay, könnte das Feuer gehen. Wir sind magisch. Irgendwo hat sich was geöffnet. Aber wo? Hier? Was war... Ah, wie süß. Totenkopf. Ach, das kenne ich doch auch. Hi, hast du ein schönes Bettchen? Ein Himmelbett. Finde ich nett. Hi, Totenkopf. Oh, weiter nach oben. Diesen Bunker des Grauens. Hi, ist wieder was zu lesen dort? Oder was ist das? Bum bum. Okay! No. 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 To be continued! Hat uns die Lady in Red ein bisschen unsanft behandelt? Ja, Damen in Rot. Ja, sie sind sehr, sehr herrisch. Aber manche stehen ja da drauf. So, mir ist mein Bein eingeschlafen. Ich habe gerade so ungemütlich hier gesessen. So. Das Spiel war wirklich teilweise sehr gut.
schöne Jumpscares und eine gruselige Atmosphäre. Hat mir ehrlich gut gefallen. Und gar nicht gewusst, dass das hier nur eine Alpha-Version ist. Ja, ich behalte es mal im Auge und wenn es weitergeht, spiele ich es auf jeden Fall nochmal. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüssi!